Hi, Sascha für Mobile Geeks. Es ist der Morgen des ersten Tags der Computex 2013 in Taipei. Wir sind auf dem Intel-Shop. Momentan ist noch recht ruhig, was ich ganz ehrlich bevorzuge. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Ultrabooks an, beziehungsweise ein paar Hybriden. Intel nennt die ganzen Dinger hier 2-in-1. Das ist von Toshiba, ZT10 oder auch hier heißt es Altair. Sieht zumindest hinten drauf. Und wie ihr schon sehen könnt, es ist ein Hybride. 13,3 Inch ist das Display, hat den neuesten Haswell-Prozessor eingebaut, also Core i. Vierte Generation kommt in der Core i3, Core i5 und Core i7 Variante. Die Kiste hier hat 8 GB RAM und eine 250 GB SSD. Läuft auf Windows 8, 64-Bit, hat natürlich ein Touchscreen und dem mit einer Auflösung von 1920x1080. Lass uns die Kiste mal hier rausnehmen und mal ganz kurz drum herumlaufen. Und dann seht ihr schon, okay, unten haben wir eine Dockingstation und alle I/O-Ports sind hier auf der rechten Seite. So, da haben wir hier einen Anschluss für das Netzteil, MicroSD-Karte, Kartenslot, Micro-HDMI-Ausgang, dann haben wir ein USB 3.0, einen Anschluss fürs Headset, Lautstärkeregelung, hier könnte das Wi-Fi-Netzwerk an- und ausschalten und hier könnte die Kiste an- und ausschalten. Hinten 5-Megapixel-Kamera, vorne 1,2-Megapixel-Kamera und wenn wir uns das Keyboard Docking Station anschauen, dann seht ihr, wow! Die ist erstmal super dünn, hat übrigens hier auch so einen lustigen Trackpoint. Was ich ein bisschen komisch finde, sind die Mausbutton oberhalb des Trackpads. Das ist ein bisschen seltsam. Aber ihr seht hinten hier USB 2.0, VGA-Ausgang, HDMI, Ethernet-Connector und hier könnt ihr nochmal euer Netzteil anschließen. Ist wirklich ein schönes Keyboard, gutes physikalisches Feedback, ausreichend große rechte und linke Shift-Taste, aber eine extrem kleine Tab-Taste. Das ist, glaube ich, die kleinste Tab-Taste, die jemals in diesem Universum hergestellt wurde. Ich packe das Ding nochmal wieder rein. Da seht ihr, wie schnell das andockt und wie einfach. Und jetzt seht ihr vor allen Dingen nochmal, wie dünn diese Tastatur ist. Das sieht richtig schick aus, ist auch wirklich klasse verarbeitet. Also wer einen Hybriden sucht und sich generell auch ein Ultrabook holen will, der sollte sich mal diesen Toshiba ZT10 anschauen oder auch Altair, so wie er hier heißt. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.